Willkommen zurück im Spiel. Jetzt spielen wir die erste Mission nach dem Tutorial. Wir haben es ja nicht ganz beendet, aber ganz interessante Informationen kommen nicht mehr. Es kommt nur noch die Information, dass man das Catering verändern kann und man kann sich dort den Flug anschauen. Ich würde auf jeden Fall trotzdem jetzt erstmal mit Tina Cortez für diese Mission weiterspielen. Eigentlich hätte ich ja schon Immobilien. Das kennen wir schon. Das überspringen wir mal. Dann kommen wir direkt zur ersten Mission. Image ist alles und da schauen wir mal, worum es geht. Eigentlich ist die Aufgabe leicht. Airline Image der Route London Frankfurt auf 80% bringen. Ja, und schneller als die Konkurrenz sein. Das sollten wir schaffen. Als Schwierigkeitsgrad wähle ich hier normal. Ich denke mal, das wird wohl passen. Im ersten Airline Teil habe ich den auch sehr souverän gespielt, würde ich mal sagen. Hier bin ich jetzt noch nicht so gut drin in dem Spiel, aber wir schauen einfach, was passiert. Ich denke mal, normal ist hier in Ordnung. Bonjour. Ich bin der Pate des alten Managers Ulrich und leite jetzt hier die Geschäfte. Fliegen Sie die Route London-Frankfurt und bringen Sie Ihr Image auf dieser Route auf 100%. Ja, er sagt 100%, obwohl hier stehen nur 80%. Versuchen Sie aber trotzdem, den Flughafen nicht zu sehr ins Chaos zu stürzen. Wie gesagt, er sagte 100%, sollen wir die Route bringen, in Wirklichkeit sind es nur 80%. Ich habe das auch schon einmal vorgespielt und es sind tatsächlich nur 80%. Die Mission ist wirklich sehr, sehr leicht. Wir müssen zu jeder Mission, das ist jetzt anders als bei Airline Tycoon Teil 1, müssen wir erstmal ein Flugzeug kaufen. Bei Airline Tycoon 1 war es ja immer so, wir hatten zwei Flugzeuge und da kaufen wir uns jetzt erstmal ein Flugzeug. Wenn Sie möchten, können Sie jetzt die Konfiguration eines Flugzeugs ändern. Wählen Sie dazu ein Bauteil direkt am Flugzeug aus. Sobald Sie fertig sind, regeln wir das geschäftlich. Das sind die Flugzeugmodelle, die wir jetzt haben, auch deutlich mehr als im Tutorial. Ich hätte mich jetzt am Anfang erstmal für dieses Flugzeug in G-Forte, das habe ich im Endeffekt ausgewählt. Eine Rolle spielt es im Endeffekt nicht, wie viele Passagiere da jetzt reinpassen. Hier wären es 122, dann könnte es natürlich jetzt hier noch modifizieren, wenn man zum Beispiel einen Rumpf anklickt, das hatten wir ja auch schon. Dann hier den etwas größeren Rumpf nehmen, dann haben wir 148, aber das ist jetzt für unseren Zweck völlig egal. Wir sollen hier nur das Image hochkriegen und kaufen jetzt einfach das Flugzeug. Möchten Sie dieses Flugzeug? Das machen wir so. Und dann geht es natürlich gleich weiter. Das Wichtigste ist natürlich, dass wir Piloten und Stewardessen kriegen. Müssen wir, glaube ich, Piloten 2 haben für das Flugzeug und Stewardessen 3. Mache ich jetzt direkt. Hallo Boss, was kann ich für... Ich habe Ihnen die interessantesten Bewerber hier aufgelistet, Boss. Wählen Sie einen Bewerber aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellen, um ihn bei unserer Airline zu beschäftigen. Was ganz schön ist, wir können hier sortieren nach Gehaltsvorstellung, nach Fähigkeitenlevel und wie gesagt, wichtig ist im Endeffekt für uns nur das Fähigkeitslevel heute. Der Rest spielt dabei erstmal überhaupt keine Rolle, wie viel die kosten. Es geht hier nicht um irgendwelches Geld quasi. So, Piloten nehmen wir noch zwei, nehmen wir den hier und den. Und oh, hallo Chef. Setzen die so direkt sieht die Zuteilung in Ihrer Mitarbeiter derzeit aus, Chef. So, Doppelklick einmal drauf. Wir haben übrigens auch die Möglichkeit, das hatte ich glaube ich noch nicht gezeigt, das Gehalt der Mitarbeiter etwas zu erhöhen. Mal schauen, ob ich das jetzt noch so finde, die Option. Nein, finde ich hier nicht. Auf jeden Fall kann man das Gehalt der Leute noch ein bisschen erhöhen. Ich müsste mir das nochmal offscreen ein bisschen anschauen, wie das genau geht. Sind Sie fertig, Chef? Schauen, ich glaube, es ging sogar hier. Ja, genau. Gehalt ein bisschen erhöhen. So viel zahlen Sie Ihren Mitarbeitern. Sie können das Gehaltsniveau der Angestellten hier, Ihr Chef, so viel zahlen Sie Ihren Mitarbeitern. Wir erhöhen das jetzt einfach mal. Sie können das Gehaltsniveau, ist Sie fertig? Damit sind die Mitarbeiter besser drauf und unsere Route würde wahrscheinlich auch erfolgreicher sein, beziehungsweise würde mehr Punkte bringen. Wir haben die Route schon gemietet, die müssen wir jetzt nicht mehr mieten. Wir müssen jetzt im Endeffekt nur noch, einmal das Flugzeug ein bisschen aufbessern, so dass wir dann schneller unser Ziel erreichen. Das machen wir, wie gesagt, in dieser Designabteilung wieder. Ja, was kann ich für Sie tun? Wichtig ist, wir müssen auch nur uns um das Innere des Flugzeugs kümmern. Das Äußere spielt überhaupt gar keine Rolle, wie das Flugzeug aussieht. Auch die Farbe ist egal.
Nur weil die Ausstattung muss stimmen. Habe ich dir eigentlich schon gesagt, für welche deiner Maschinen möchten? Wundervoll! Wir haben einige wirklich hübsche neue Teile bekommen. Grandios! Ich rüste jetzt erstmal alles nach dem Business Class aus, um da halt möglichst viele Punkte zu kriegen. Also das hier sind diese Sterne. Da müssen wir halt möglichst viele von sammeln, sodass es ja halt dann besonders gut läuft, das Ganze. So, dann packe ich noch die ganzen Extras rein, die so gehen. Business Class. So, ich noch mal alles raus. So, und hier Multimedia-Business noch. Und das war's. Das bestätigen wir jetzt einmal. Und der Preis ist schon ziemlich hoch. Also das Flugzeug hat ja 25 Millionen gekostet. Und fast 24 Millionen geben wir jetzt nur für den Innenausbau aus. Wunderbar. So, das Schwerste haben wir. Jetzt müssen wir nur unseren Flug planen. Und dann ist die Mission auch schon fast geschafft. Weil das Image geht unheimlich schnell hoch von der Route. Welches jetzt so extrem gemacht habe. Hier vorne ist unser Büro. Da gehen wir gleich mal rein. Und gehen auf unser Globus, wie wir uns das schon gezeigt haben. Und werde jetzt, wir sind hier in Frankreich, in London sind wir. Müssen wir von London nach Frankreich und machen die so ein bisschen hin und her. Wichtig ist, dass wir eine Wartungspausen auch einbauen. Die mache ich nochmal raus hier. Wichtig ist, dass wir Wartungsintervalle immer noch einbauen. Das müssen wir jetzt machen, damit das Flugzeug natürlich auch immer im besten Zustand bleibt. Der blau markierte Bereich, den wir hier sehen, das ist die Arbeitszeit, also wo ich selber auch am Flughafen bin. Der restliche Bereich wird hier mal übersprungen, ganz ähnlich wie im ersten Teil von Airline Tycoon. So, das müsste eigentlich auch schon fürs erste einmal ausreichend sein. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal raus und mache erstmal Feierabend und gucke mir mal an, was sich so bis morgen alles ergeben hat. Guten Morgen. Betrachten wir die, wie es aussieht für Tina Cortez. Ja, das ist doch ganz gut. Wir haben 3% Vorsprung vor den anderen. Wir müssen, hier oben ist der Status. 65%, das ist doch schon ganz schön gut. Ich denke mal, es wird bald erledigt. Betrachten wir nun die Airlines. Ja, jetzt erklärt er ähnlich wie der Ulrich wieder, wie die einzelnen Airlines stehen. Toro Aero. Das sind wir. Ihr Image ist weder gut noch schlecht. Viele kennen ihre Airline überhaupt nicht. Ihre Maschinen sind in einem ausgezeichneten Zustand. Das hört man gerne. Ihre Mitarbeiter sind hochmotiviert, freundlich und kompetent. Weiter so. Honey Airline. Ja, die anderen, denke ich mal, hören wir uns jetzt nicht an. Ist sowieso ein bisschen uninteressant. Wir müssen jetzt erstmal noch mal kurz zu unserem Flugplan gehen, den noch einmal überdenken. Gucken wir mal, wie das so hinhaut hier. So, genau, da müssen wir gleich mal den nächsten Flug wieder einplanen. Hatten wir jetzt ein bisschen spät gemacht eigentlich. Hätte ich mal ein bisschen besser planen sollen vorher. Ich mache jetzt mal den nächsten Tag auch schon fertig, weil offensichtlich kann ich die Flüge erst so ab 12 Uhr planen. Man kann dann auch nachher noch den Flugplan einfach mit dem wiederholen. An die nächsten Tage wiederholen macht jetzt aber keinen Sinn, weil er kopiert immer das von Dienstag quasi mit. Also dann haben wir im Endeffekt hier auch die Lücke, die hier oben ist, findet sich dann hier auch mal wieder. Macht natürlich nicht so Sinn, aber ich denke mal, das wird schon reichen für die Mission jetzt. Mehr ist da nicht erforderlich. So, gehen wir mal hier raus. Und machen wir wieder Feierabend. War heute ein kurzer Arbeitstag. So wünsche ich mir das auch in Wirklichkeit. Leider in Wirklichkeit nicht so wirklich realisierbar. Es sei denn, man selber Chef über eine Fluglinie. Dann wird es natürlich Morgen. Gehen. Betrachten, wie es aussieht für Tina Cortez. Ja, es sind noch 4%, dann haben wir gewonnen. Betrachten dann würde ich sagen, wir nun müssen die aber nicht, betrachten wir nun. Nicht mehr viel tun. Ich würde sagen, einen Tag noch warten und dann sollte die Mission schon erfolgreich abgeschlossen sein. Mehr wird es dann insgesamt gar nicht sein. Das war dann die erste Mission auch schon. Wie gesagt, noch haben wir nicht gewonnen, aber ich zeige das jetzt noch einmal mit dem Kopieren des Plans. 30 Minuten Pause und jetzt kann ich den Plan einmal kopieren. Und dann ist er auch sauber runtergezogen. Hier sehe ich dann auch, wie gut das Zustand, also wie der Zustand im Endeffekt ist. 30 Minuten, das kann ich ausweiten hier mit bis auf, ich meine, 210 Minuten oder so. Und hier steht halt, der Wartungszustand nach der Reparatur wird 100% sein. Das ist perfekt. Hier sehen wir, wie teuer das Flugzeug ist, beziehungsweise wie viel Wert es momentan hat. Okay, das war es eigentlich dazu auch schon. Und
Ach, was noch interessant ist, können wir uns gerade anschauen. Wir können einmal gucken, wo das Flugzeug sich gerade befindet. Da gab es, glaube ich, auch noch eine Option. Wenn man hier draufklickt, kann ich mir einmal, glaube ich, auch anschauen, wo das Flugzeug momentan ist. Sehe ich jetzt leider hier nicht. Muss ich mal schauen. Irgendwo gab es einen kleinen Button. Da konnte man dann sehen, wo sich das Flugzeug hin gerade befindet. So, hier haben wir nochmal eine kleine Statistik. Können wir uns nochmal kurz angucken. Wie viel Gewinne wir machen, wie viel Einnahmen wir gemacht haben, wie viel die Konkurrenz hat. Wo wir insgesamt stehen, das können wir über einen Tag oder die letzten zwei Tage oder auch die letzten drei Tage, ja, oder halt bis auf die Wochen genau sehen, wie viel Gewinne wir erwirtschaften. Das ist interessant. Was noch interessant ist, wir haben hier so einen kleinen Laptop, aber da können wir noch nicht hin. Okay, dann zeige ich das vielleicht in der nächsten Mission. Dann machen wir die Mission jetzt erstmal fertig und dann sehen wir uns in der nächsten Mission im Endeffekt schon wieder. Guten Morgen. Wie ich sehe, ist seit dem letzten Meeting das heißt so viel, dass einer gewonnen hat. Tatsächlich fertig. Es wundert mich bloß, dass es so lange gedauert hat. Aber das war bei weitem noch nicht alles. Sie werden schon sehen. Und die anderen sollten sich beim nächsten Mal mehr Mühe geben. So haben wir auch schon unsere erste Mission gemeistert. Eine wahre Masse an Personen, das wäre die zweite Mission. Die seht ihr dann im nächsten Teil. Bis dahin, tschüss.